Wenn aber jetzt das Kind nicht getauft wird, dann gehört es ja keinem Fürsten. Also es waren zwei ganz wichtige Machtmittel. Deswegen sind die Täufer auch erbittert bekämpft worden. Schon Luther hat gegen sie gepredigt. Die Katholischen haben sie verbrannt und die Evangelischen haben sie ersäuft. Willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin heute im Gespräch mit Professor Max Otte über sein neues Buch Auf der Suche nach dem verlorenen Deutschland. Er hat mir gesagt, das ist das Buch, in das er die meiste Energie reingesteckt hat, weil ihm daran ganz besonders liegt, ein autobiografisches Buch, das am 23. März herauskommt. Lieber Max, wir unterhalten uns heute vor dem Hintergrund deines neuesten Buches über deine Religion. Du gehörst der Weltreligion der Täufer an, bist Mennonit. In Deutschland gibt es neben wenigen anderen Ländern auch eine relativ große Gemeinde. Was hat es mit den Täufern auf sich? Ja, die Täufer werden ja fälschlicherweise vor allem von Katholiken als Wiedertäufer bezeichnet. Das ist eigentlich ein abwertender Begriff, weil sie als Erwachsene taufen. Die Idee der Täufer war, man kann erst als Erwachsener die Bibel verstehen, zu Jesus Christus kommen. Als Kind hat man noch nicht die Reife, man kann zu einem Glauben erzogen werden, aber die Entscheidung sollte man treffen, wenn man mündig ist. Und diese täuferische Religion ist in der Schweiz entstanden, im Emmental, da kommen auch meine Vorfahren her, das kann ich auch genetisch belegen, mütterlicherseits. Und sie war kurz nach der Reformation oder sogar schon während der Reformation. Das ist im Prinzip eine Verstärkung dessen, was Luther lehrte. Also, denn im Unterschied zum protestantischen Glauben gibt es eben die Erwachsenentaufe und es gibt die Laienpredigt. Jeder Mann, früher nicht jede Frau, das war in der früheren, aber jeder Mann soll die Bibel selber lesen und auslegen und auch der Gemeinde selber seine Auslegung. Also ein sehr individualistisches Glaubensbild, dass also jeder für sich das verstehen soll und auch vermitteln können soll. Und beides war natürlich Gift für die damalige politische mediale Elite. Die mediale Elite waren die Pfarrer und die politische Elite waren die Fürsten. Und ihr wart zu unabhängig. Ja, natürlich. Das Machtmittel war die Kanzel. Das mediale Machtmittel, also was der Fürst sagt oder der Papst, das ging über die Kanzeln raus ins Land und das wurde dann verbreitet. Und das andere war eben, dass nach der Glaubensfreiheit, nach dem 30-jährigen Krieg, war man immer noch an den Glauben seines Fürsten gebunden. Wenn man halt Katholik war und beim evangelischen Fürsten lebt, musste man unter Umständen auswandern in katholische Regionen. Wenn aber jetzt das Kind nicht getauft wird, dann gehört es ja keinem Fürsten. Also es waren zwei ganz wichtige Machtmittel. Deswegen sind die Täufer auch erbittert bekämpft worden. Schon Luther hat gegen sie gepredigt. Die Katholischen haben sie verbrannt und die Evangelischen haben sie ersäuft, zum Beispiel im Zürichsee. Also die Calvinisten waren ganz große Mennonitenjäger. Und diese Religion hat sich trotzdem, obwohl sie sehr friedlich ist und sehr basisdemokratisch, sehr schnell ausgebreitet, wurde dann aber brutal gegenreformiert. Du hast dich für deine Taufe relativ spät entschieden. Das war, glaube ich, am 50. Geburtstag. Ja, ich war ja schon getauft. Ich bin protestantisch erzogen worden. Aber meine Mutter war eben täuferisch und ich habe diesen Schritt nochmal bewusst zu meinem 50. gemacht. Das ist richtig. Eins der Mottos ist ja, meine Gemeinde ist meine Sippe. Also es gibt eine relativ strenge Sippenkultur. Hast du da auch das Networking gelernt? Nein, denn wie gesagt, in der Mennonitengemeinde bin ich erst seit meinem 48. Geburtstag oder so. Ich schreibe über die Sippe und über die Dörfer. Ich habe eben eine sehr weit verbreitete, verzweigte Verwandtschaft gehabt. Mein Vater hat auch da sehr streng die, oder nicht sehr streng, sondern sehr darauf geachtet, dass wir Kontakt hielten. Also väterliche Sippe war schlesisch. Mütterliche Sippe eben aus der Pfalz, das waren alles Täufer, waren Bauern, Müller und so weiter auf Einsiedlerhöfen, also auch weit verstreut in der Pfalz. Und das waren Sippen und jetzt eine Gemeinde ist halt auch so ein bisschen was wie eine Sippe, ein Sozialverbund. Ich sage auch immer in heutigen Zeiten, liebe Leute, sucht euch Sozialkapital, ob das die Nachbarschaft ist, baut Beziehungen auf, ob das eine Gemeinde ist, muss jeder für sich entscheiden. Aber diese Sozialverbünde jenseits von Google und Co. und Social Media, die sind so wichtig, die realen sozialen Netzwerke, möchte ich mal sagen. Du schreibst an irgendeiner Stelle, die Täuferbewegung ist vielleicht die deutscheste aller Glaubensrichtungen. Wie ist das gemeint? Weil sie so tief ist, so basisdemokratisch, so innerlich. Also jeder soll aus sich heraus
entscheiden. Sie ist auch in Deutschland entstanden. Den Protestantismus teilen wir, oder in der Schweiz, aber sagen wir mal im deutschsprachigen Sprachraum, den Protestantismus teilen wir mit dem Skandinavien. Die sind ja durchgehend protestantisch. Der Katholizismus ist eine Weltreligion, Universalreligion, aber vor allem natürlich südländisch. Und die Täuferbewegung ist tatsächlich genuin in der Schweiz, in Böhmen und Mähren, in Deutschland, in Österreich entstanden und hat sich dann ausgebreitet, also erst den Rhein hinunter. Teilweise war ganz Holland zu 60% täuferisch, dann gab es die Gegenreformation. Und jetzt gibt es Täufer eben, vor allem in Südamerika, in Nordamerika, in Russland noch, obwohl die meisten, wie auch meine Gemeinde, die Älteren, aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind. Vielen Dank, Max Otte, zur Täuferbewegung und seiner Religion. Mit Blick auf das neueste Buch, da ist das ein wichtiger Teil. Danke.